Mein Gott, wäre ich nur früher losgefahren. Schöner wäre es gewesen, einfach mal loszulegen, nicht nachzudenken, sich aufs Segelschiff zu beschwingen und übers Meer zu segeln. Nun, jetzt sind wir hier in Santa Cruz de Tenerife und die Abenteuer rufen. Ja, wir sollten es angehen. Vor dem großen Sprung, wie fühlst du dich? Gut, danke. Die Vorfreude wächst von Tag zu Tag und die Spannung natürlich auch. Wir wissen alle noch nicht so ganz genau, was uns erwartet, aber wir begeben uns ja auf historische Spuren. Vor 510 Jahren ist der große Kolumbus bei uns die Strecke gefahren. Wir gucken, ob wir es in ebenso kurzer und ebenso guter Zeit auch nachtun können. Ja, so lassen wir es mal angehen. Fahren neuen Erfahrungen entgegen, neuen Abenteuern. Bin sicher, dass alles gut klappen wird. Es wird eine runde Reise. Jetzt warten wir nur noch auf gutes Wetter für den Absprung. Und dann geht's los. Ein Blick nach oben. Was sagt dem Seemann das Wetter und das Wolkenbild? Weniger der Blick nach oben als der Blick ins Internet. Gestern habe ich das letzte Mal reingeguckt. Im Norden der Kanarischen Inseln ist ein schwaches Tiefdruckgebiet. Aus dem Süden ein kleiner Hochdruckkeil. Wir werden hier in den nächsten 48 Stunden noch mit wechselhaftem Wetter zu tun haben. Wahrscheinlich Niederschlag, Regen, vielleicht ein Gewitter heute. Also das heißt, hier in unserer Gegend ist jetzt im Bereich der Kanarischen Inseln ist der sonst typische leichte Nordostpassat gestört im Augenblick. Und für unsere Weiterreise jetzt nun nach Gomera nicht ganz optimal. Denn von Santa Cruz de Tenerife rüber nach Gomera bräuchten wir eigentlich einen schönen Ostwind oder einen Nordost oder von mir aus auch noch einen Südost. Der Blick zurück. Zeit. Ja. Ja. Ein Blick zurück. Ja. Zurück darf kein Seemann schauen. Das gilt aber nur auf See. Hier darf man sich schon mal umdrehen und zurückblicken. Alles okay. Die Reise hierher insgesamt sehr gut. Es ist jetzt Mitte Januar. Das ist an sich für eine Atlantiküberquerung eine sehr günstige Jahreszeit. Natürlich sind 90% der Yachten, die auf Ost-West-Kurs sind, vor uns gestartet, ist klar. Aber wir hatten noch den Neujahrswechsel in Deutschland zum Feiern und wettermeteorologisch gesehen ist es jetzt auch eine sehr günstige Jahreszeit. Das bedeutet allerdings hoffentlich eine zügige Reise, eine zügige Abreise, eine zügige Überfahrt und ein zügiges Ankommen in der Karibik, dass wir dort noch ein paar Tage Zeit haben, bevor die Hurrikansaison beginnt. Warum ist denn der Januar so eine günstige Jahreszeit? Statistisch gesehen, das ist immer mit Vorsicht zu genießen, aber statistisch gesehen die konstantesten Winde eigentlich schon hier beginnen mit Nordost und auch die wenigsten kalmen Tage, also die wenigsten windlosen Tage und ja, stabile Windrichtung. Damit folglich die voraussagbarste Überfahrt. Allerdings, das ist die Statistik, muss man immer wieder sagen, die Realität kann ganz anders aussehen. Die Realität kann auch anders aussehen als die Prognosen, die Wetterprognosen, die man sich einholt. Also man muss sich von vornherein darauf einstellen, dass es immer anders kommt, als man es hofft. Statistisch allerdings auch wiederum betrachtet, haben wir die besten Chancen, dass es gut läuft. Und da wir optimistisch sind, gehen wir davon aus, dass wir hier gut wegkommen und dann uns auf Westkurs begeben. Wie lange wird denn die Überfahrt dauern? Überfahrt dauert zwischen 20 und 30 Tagen. Das ist abhängig natürlich vom Wind und abhängig davon, wie gut wir unseren Kurs halten. Wir begeben uns zum ersten Mal jetzt auf einen Great Circle Navigation. Das heißt also, wir steuern eigentlich erstmal dorthin, wo wir eigentlich gar nicht hinwollen, laut Kompass. Klingt ein bisschen unverständlich, aber wer sich die Erde anguckt und die als räumlichen Körper sieht, der stellt halt fest, dass die kürzeste Verbindung zwischen zwei Punkten dann nicht die direkte Himmelsrichtung ist, sondern der kürzeste Weg über die Kugel halt der sogenannte Großkreis ist. Bei einer Distanz von 2800 Seemeilen, die uns bevorstehen, knapp 3000 sagen wir mal, spielt das schon eine Rolle, kann schon eine Tagesreise mehr oder weniger bedeuten. Wie findet man denn auf so eine große Distanz sein Ziel so haargenau?
Da verlässt man sich auf die Seekarten. Wir kennen die ungefähre Richtung, ja. Westen, das weiß jeder. Also von hier aus müssen wir in Richtung Westen. Dort liegt irgendwo Amerika. Mittelamerika hoffentlich. Da werden wir hin, kommen wir hin, die Karibik. Aber falls wir das nicht genau treffen, haben wir natürlich zur Sicherheit noch Nordamerika und Südamerika. Also wer Richtung Westen fährt, der kommt sicher in Amerika raus. Wo genau, das muss man dann abwarten. Das ist die gute Nachricht. Und letztendlich haben wir ja verfügen wir über mehrere navigatorische Mittel, um unseren Kurs zu kontrollieren. Da kann man sich auf die althergebrachten Mittel, Methoden verlassen, indem man koppelt, mitkoppelt und Geschwindigkeit und Kurs selber mit versucht als Dead Reckoning mitzuschreiben. Das ist erstaunlicherweise genauer, als man denkt. Dann verfügen wir natürlich auch noch über elektronische Hilfsmittel, das heißt Satellitennavigation, auf der wir jederzeit unsere Position nach Länge und Breite genau feststellen können. Vergleichen wir es mit der Seekarte. Und dann haben wir auch noch notwendiges Wissen, was die Astronavigation betrifft, sodass wir schlimmstenfalls eine grobe Richtungsbestimmung auch noch via Gestirnen vornehmen können. Man hört so viel über Monsterwellen. Welche Wellenhöhe könnte denn so ein kleines Schiff vertragen? Kommt darauf an, ob man sie kommen sieht, ob man noch Zeit hat, darauf zu reagieren und wie das Schiff in dem Augenblick, in was für einer Situation sich das Schiff befindet. Kurs zum Wind oder vor dem Wind und dann natürlich auch, wie sie getakelt ist in dem Augenblick. Man muss definitiv damit rechnen, dass so eine Yacht sich auch mal auf die Seite legt. Indem sie entweder einen Wellenberg runterfährt und unten querschlägt, sehr unangenehm, kann also sofort Mann über Bord bedeuten, ist eine echte dramatische Situation, Rigbruch etc. Und rumschleudern von allen möglichen Ausrüstungsgegenständen, die nicht festgepolst sind. Davor ist man aber nie sicher. Wenn du Pech hast, reicht ein Kochtopf auf dem Kopf oder ein Sparschwein, ein volles. Ja. Aber ich würde mal sagen, dass wir in einem mit einem normalen Seegang, wie wir ihn jetzt zu erwarten haben, sehr gut unterwegs sein werden. Wie muss man sich das denn vorstellen mit der Entstehung solcher Monsterwellen? Ist das überhaupt möglich auf dem Atlantik? Also ich selber habe schon ein Phänomen erlebt, wo wir von einer Welle getroffen wurden, für die es überhaupt gar keine Ankündigung gab, auf offener See, ohne meteorologischen Einfluss, ohne direkte Einwirkung. Die Welle kam irgendwo über Nordatlantik, hatte eine Höhe von ungefähr 6 Metern, war steil und war alleine, also die nachfolgenden Wellen waren also gering. Es hat sich durch nichts angekündigt. Wir wussten nicht, woher das kommt. Das war im August 2003, ca. 100 Seemeilen vor der norwegischen Küste. Nachhinein lacht man drüber und ist froh, dass die Welle so unterm Boot durchgegangen ist. Aber wenn man sie kommen sieht, gibt es schon mal einen Schreck. Erstehungsgeschichte gibt es wahrscheinlich viele Möglichkeiten. Tatsache ist, dass es die Wellen gibt. So wie viele andere Phänomene auch, über die man normalerweise nur lacht. Tatsächlich, man trifft auf Baumstämme, man trifft auf Wale. Man gerät in die Nähe von schwimmenden Containern, die habe ich jetzt noch nicht gesehen, aber es ist die Realität und man muss darauf vorbereitet sein, halt nicht nur auf die zu treffen, sondern auch tatsächlich auf die Gegenstände zu treffen. So. Na dann kann man froh sein, wenn man vielleicht einen Kollisionsshot hat und ansonsten mental darauf eingestellt ist, dass so ein Schiff auch verhältnismäßig schnell Wasser machen kann. Meistens dann, wenn man es nicht hofft. Okay, danke. Bitteschön.